Ja. Es wird gefragt, darf man das Gebet einfach abbrechen ohne... Darf man das Gebet einfach abbrechen? Wir unterscheiden, liebe Geschwister, zwischen dem Sunna-Gebet und dem Fard-Gebet. Das heißt, zwischen dem freiwilligen Gebet und dem Pflichtgebet. Das Sunna-Gebet ist leichter. Wenn irgendwas ist, kannst du es ganz leicht abbrechen und dieses ist keine Sünde für dich. Aber das Pflichtgebet ist nicht so leicht, weil das Pflichtgebet einen anderen Rang hat, eine andere Stellung hat als das freiwillige Gebet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَا تُبِطِلُوا أَعْمَالَكُمْ und macht eure Taten nicht zunichte, zugrunde. Daher, was kann man machen, wenn etwas anliegt beim Pflichtgebet? Hier ist es abhängig von der Situation. In einer Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr im Gebet steht und die beiden Schwarzen seht, was sind die beiden Schwarzen? Ha? Skorpion. Al-Aqrab. Skorpion, Aqrab. Ja. Ja. Und? Die Schlange. Und Al-Hayya, die Schlange. Wenn ihr sie seht im Gebet, dann tötet sie. Das heißt, während des Gebets. Warum? Weil hier kann dich ein Schaden treffen. Das heißt, geht es um Sachen, die jemandem einen Schaden zufügen können, dann hier kannst du das Gebet abbrechen und es ist keine Sünde. Okay? Oder, dass wenn du siehst im Gebet, dass ein Blinder in der Moschee läuft und er ist dabei, sich schlimm zu verletzen. Und dann hältst du an und hilfst. Hier darfst du auch ebenfalls dieses Gebet unterbrechen. Aber wir gehen immer davon aus, dass du das aus einem wichtigen Grund machst. Entweder um Schaden von dir abzuwenden oder von anderen. Auch jetzt, du bist im Gebet, einer fällt runter im Gebet. Dann spuckst du nicht zu deiner Linken und sagst, A'udhu Billah, der hat mich abgelenkt vom Gebet. Wie hilfst du ihm? Weil du weißt nicht, was mit ihm ist. Es kann sein, dass er sofortige Hilfe braucht, damit man ihn noch retten kann. Daher, liebe Geschwister, das sind Beispiele, wo man das Gebet unterbrechen darf. Ansonsten unterbrichst du nicht einfach so das Gebet. Oder eine Mutter, die zum Beispiel zu Hause betet und sie sieht einen Sohn wie Hamza, möge Allah Azza wa Jalla Hamza sehen. Mein Sohn, der will jetzt schon Selbstmord machen. Der ist schon am Balkon am Hochklettern, ja, um runterzuspringen. Hier ist eine andere Situation. Hier kann die Mutter sofort eingreifen. Oder sie sieht, er will jetzt irgendwas essen, Domestos oder ja, solche Sachen, was gefährlich ist. Dann natürlich kann sie hier dieses Gebet unterbrechen. Aber nicht für jede Sache. Wallahu ta'ala ala wa ala.